den vergangenen Jahren auch, möchte ich aber auch eine Person mit der Wolfgang von Dalberg-Medaille ehren. Viele Menschen haben diese Ehrung bereits erhalten und viele unter uns sind ihrer noch würdig. Einen Mann, den sicher der Großteil der Essinger kennt, ich bin überzeugt, hier kennt ihn jeder, habe ich in diesem Jahr herausgesucht. Er passt besonders gut in den Reigen der Ehrenamtlichen und es spricht für ihn, dass er eben auch schon hier vorne stand. Wolfgang Fulz. Wolfgang Fulz hat 1979 mit der Gründung der Freien Wählergruppe in Essingen und in der Verbandsgemeinde damit begonnen, sich aktiv in die Dorfpolitik einzubringen. In den Anfangsjahren der FEG war er deren erster Vorsitzender, bis er die Vorstandschaft im Radfahrverein 1984 übernahm und dort dann das Amt abgab. Bis heute ist er aktives Mitglied mit Leib und Seele im Vorstand und Ausschuss. Er war zwei Wahlperioden für die Verbandsgemeinde FEG im Kultur- und Sozialausschuss und eine für die Essinger FEG im Landwirtschaftsausschuss und ist aktuell wieder im Kultur- und Sozialausschuss hier in Essingen aktiv. Schon in seinen ganz jungen Jahren war er Mitglied der evangelischen Jugendgruppe. Wolfgang Fulz ist seit über 50 Jahren Mitglied im VfL. 5 Jahre hiervon war er aktiver Schiedsrichter und hat dadurch dem VfL ermöglicht, Zuschüsse zu bekommen, die damals nur möglich waren, wenn man einen eigenen Schiedsrichter stellt. Er ist, nachdem er von 1960 bis 1965 Sänger im damaligen Jugendchor war, bereits über 50 Jahre im Männergesangverein, davon dann nochmal 7 Jahre als aktiver Sänger. Seit 49 Jahren ist er Mitglied im Arbeiterbildungsverein, den er auch mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten in der Theatergruppe Eulenbühne unterstützt hat. Seit 1985 ist er im Kirchenbauverein, ebenso im Heimatverein St. Wendelinus, dem er seit 2012 als zweiter Vorsitzender mit vorsteht. Seit 1990 ist er im Diakonieverein, auch hier seit 2010 aktives Mitglied der Vorstandschaft. Seit 2014 übernimmt er den Besuchsdienst im Rahmen seiner Tätigkeit im erweiterten Presbyterium. Er war 16 Jahre lang in der Freiwilligen Feuerwehr Essingen sowie 23 Jahre in der örtlichen Bauern- und Winzerschaft aktiv. Sein Herz aber schlägt ganz besonders für den Radfahrverein, in dem er seit 1962 Mitglied ist, von 1981 bis 1983 stellvertretender Vorsitzender, ab dann von 1983 bis 1991 erster Vorsitzender und auch heute seit 2008 wieder erster Vorsitzender ist. In der Ortsgemeinde ist Wolfgang Fulz bekannt für seine organisatorischen Höchstleistungen bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes seit 2006 und des Vereinsangebotes auf der Essinger Kerbe seit 2011. Lieber Wolfgang, du bist unter anderem verantwortlich für die Kühlschränke, die durch solche Veranstaltungen für die Vereine angeschafft werden konnten. Gestern Morgen, hatte sie nach Bornheim zum Turnier des VfL gefahren, zum Beispiel, und holst sie dort auch wieder ab. Du bist unterwegs, wenn es darum geht, Spenden zu sammeln. Du siehst, wo es klemmt und bist auch bereit, dich dafür einzusetzen, dass Dinge besser laufen. Deine direkte Art anzunehmen fällt nicht allen leicht. Aber wer dich kennt, weiß, dass du es mehr als gut meinst, dass du nicht Nein sagen kannst, wenn deine Hilfe benötigt wird und dass dein Organisationstalent gepaart mit praktischem Einsatz kaum zu ersetzen ist. Stellvertretend für die Ortsgemeinde Essingen danke ich dir für diese Verbundenheit und Unterstützung unserer Vereine und unseres Dorfes. Wir hoffen, dass du uns weiterhin noch so selbstlos zur Verfügung stehst, wünschen dir und deiner Familie für das kommende Jahr viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. Seiner 37-jährigen Mitgliedschaft als Gründer und Vorstandsmitglied der Freien Wählergruppe Essingen sowie der Verbandsgemeinde FEG 1979,
seiner Tätigkeit in Gemeindeausschüssen von 1979 bis 1984 und in Verbandsgemeindeausschüssen von 1979 bis 1989, seiner Mitgliedschaft seit 54 Jahren im Radfahrverein, davon 16 Jahre als erster Vorsitzender, seit 51 Jahren im VfL, davon 5 Jahre als aktiver Schiedsrichter, im MGV 1865 seit 51 Jahren, im Arbeiterbildungsverein seit 49 Jahren, für 23 Jahre in der Bauernwinzerschaft, für 16 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr, seine Mitgliedschaft im Heimatverein St. Wendelinus sowie im Kirchenbauverein seit 16 Jahren, im Diakonieverein seit 25 Jahren, sowie seine Verdienste bei der Organisation des Essinger Weihnachtsmarktes seit 10 und der Essinger Kerbe seit 5 Jahren, wird Herrn Wolfgang Volz die Wolfgang von Dahlberg-Medaille der Gemeinde Essingen verliehen. Wir danken ihm damit für die beispielhafte Mitwirkung in unserem Dorf und wünschen noch viele Jahre in Gesundheit und Wohlergehen. Wolfgang, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Susanne, ich darf mich recht herzlich für die Ehrung bei der Gemeinde Essingen bedanken. Danken möchte ich aber auch all denen, die mir in dieser Zeit zur Seite gestanden haben und mich begleitet bei meinen Vorhaben. Denn ohne die ganzen Menschen hätte ich das alles nicht geschafft. Einer alleine kann das nicht erreichen. Darum meine ganz herzlichen Dank an die lieben Menschen, die mich dabei unterstützt haben. Vielen Dank.